Herzlich willkommen zum zweiten Werdenfelsland Newsmag. Und das sind heute unsere Themen. Eröffnung leider verschoben. Neu gestalteter YouTube-Auftritt und überarbeitetes Logo. Ein Überblick über die Baufortschritte. Planung für das erste Werdenfelsland Resort Hotel. Testbetrieb der Werdenfelsland Einschienenbahngesellschaft. Und das erste Werdenfelsland Facebook-Gewinnspiel mit unserem Partner Phil the Elephant. Beginnen müssen wir leider mit einer schlechten Nachricht. Der geplante Eröffnungstermin im Sommer diesen Jahres kann leider nicht gehalten werden und muss daher verschoben werden. Dies liegt vor allem daran, dass wir einfach viel mehr Zeit für all die vielen Details benötigen, die uns wichtig sind, um Ihnen ein bestmögliches Erlebnis zu bieten. Ein neuer Eröffnungstermin steht derzeit noch nicht fest. Wir hoffen aber, im Frühjahr oder Sommer 2016 unsere Tore öffnen zu können. Das Werdenfelsland hat sein mediales Erscheinungsbild neu gestaltet. So wurde nicht nur das Werdenfelsland-Logo überarbeitet, sondern auch der YouTube-Auftritt erscheint in neuem Glanz. Bereits vor ein paar Monaten haben unsere neuen Videos einen neu gestalteten Endcut erhalten und nun gibt es auch neue Intros. In den letzten Monaten wurde in den verschiedenen Abschnitten des Werdenfelsland fleißig gewerkelt, gehämmert und geschraubt, wodurch gute Fortschritte gemacht wurden. Besonders im Umbau des Ride Systems vom Pirate Splash hat sich einiges getan. Dieser wurde ja durch die Wasserschäden im Zusammenhang mit dem Grundwassermanagement nötig. Und dieser Umstand wird genutzt, um der Attraktion weitere Details und spannende Elemente hinzuzufügen. Sie dürfen gespannt sein! Lassen Sie sich von uns auf eine Insel vor der Küste Neuenglands im 18. Jahrhundert entführen. Island Shore wird der Name des ersten Werdenfelsland Resort Hotels sein. In diesem 4-Sterne Superior Hotel tauchen Sie ein in das Leben auf der Insel Nantucket und das Jahr 1830. Erleben Sie ein Stück der Insel, die Irman Melville unter anderem zu seinem Meisterwerk Moby Dick inspiriert hat. Die Vermessungsarbeiten haben bereits begonnen. Und wir freuen uns bereits auf den ersten Spatenstich. Das Streckennetz der Werdenfelsland Einschienenbahngesellschaft, die die Region mit dem Werdenfelsland verbindet, ist fertiggestellt und es laufen bereits die ersten Testfahrten.
Wir möchten Ihnen damit die Gelegenheit geben, einen ersten Blick darauf zu erhalten, wie es Ihnen möglich sein wird, sich durch den fertigen Park zu bewegen, auch wenn dies natürlich nur ein kleiner Teil ist. Klicken Sie einfach auf den Link im Video, beziehungsweise Sie finden den Link auch in der Videobeschreibung. Die Gemeinde trägt, erleben den, der frei macht, und das meint auch mich. Ich bin frei, Gutes zu tun, und ich bleibe im Licht. Also nutze ich jeden Augenblick, Bahn fahren, Vatikan, laufe weiter meinen Weg wie auf der Tartanbahn. Zeit, das Gute zu tun, gar nicht sparsam. Irgendetwas anderes wäre gar nicht ratsam. Und nach dem Tag fliege ich heim. Zusammen mit unserem Partner, dem Musiker Phil the Elephant, freuen wir uns, Ihnen das erste Werdenfelsland-Gewinnspiel ankündigen zu dürfen. Im August 2015 werden wir ein Phil the Elephant-Paket über unsere Facebook-Seite verlosen. Also wenn Sie unsere Facebook-Seite noch nicht geliked haben, wäre das ein guter Grund. Und wir würden uns sehr freuen. Und ich sehe auf und ich sehe hin, begreife es dann. Jesus ist frei zum Guten, egal was ihm die Leute sagen. Ich will frei sein wie er, diese Schritte heute wagen. Matthäus 12, 12, Jesus macht es mir vor, weil er in der Liebe an die Menschen sein Herz verlor. Und darum gibt er nichts darauf, wenn er irgendwo eine Grenze sieht, wenn hinter dieser Grenze... Das war das zweite Werdenfelsland Newsmag. Wir möchten diese Gelegenheit dazu nutzen, darauf hinzuweisen, dass das Werdenfelsland weitere Unterstützung für sein Team sucht. Einen Link zu weiteren Informationen ist in der Videobeschreibung zu finden. Zum anderen freuen wir uns über Ihr Feedback und Kommentare auf YouTube, Facebook und in den Foren. Zum Abschluss möchten wir uns bei Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.